jetzt mal wieder ernsthaft. Neben mir steht Regine für das ernsthafte Thema. Regine Hollo vom Orga-Team. Und die hat jetzt ein paar kleine, aber ganz wichtige Ansagen für euch. Ja, hallo. Ich begrüße euch jetzt erstmal ganz recht herzlich hier im Namen des ganzen Wir haben es satt Trägerkreises. Wir sind fast 50 Organisationen, die gemeinsam für eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaft eintreten. Und wir freuen uns jetzt hier schon alle riesig, dass ihr hier alle steht und mit uns demonstrieren wird. Also von hier oben, es sieht einfach richtig geil aus. Ihr seid super, kann ich jetzt schon sagen. Ich möchte euch alle begrüßen. Ich sehe hier vorne schon die Umweltschützer, ich sehe die Tierschützer, ich sehe da hinten ganz viele Bäuerinnen und Bauern. Wir haben uns heute Morgen schon aus Blankenfelde, aus Berlin, aus dem Osten, von der Domäne Dahlem auf den Weg gemacht, um gemeinsam hier mit euch zu demonstrieren. Wir sind schon lange unterwegs und wir freuen uns jetzt hier gleich mit euch loslegen zu können. Ich möchte auch noch ganz herzlich alle Ordnerinnen und Ordner begrüßen, die uns unterstützen, alle Helferinnen und Helfer, alle Journalistinnen und Journalisten, alle Spendensammler, aber auch Polizisten, die helfen, und auch Polizistinnen natürlich, dass diese Demo hier reibungslos ablaufen wird. Außerdem sage ich Hallo zu all unseren Gästen aus Europa und der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass ihr heute mit uns hier seid. Also, ich höre es schon. Ihr habt dran gedacht, wir werden gleich hier mit unseren Kochtöpfen Richtung Wirtschaftsministerium laufen, denn dort findet die internationale Agrarministerkonferenz statt und wir werden dort mal richtig Krach schlagen für eine neue Agrarpolitik. Denn wir wissen alle, wir sind soweit, wir haben den Mut für eine Neuausrichtung der Agrarpolitik und wir trauen uns, neue Wege zu gehen. Und das wollen wir den Politikern heute noch mal ganz deutlich zeigen. Die allererste, wir haben es satt Demonstration. Einige haben daran geglaubt, viele aber auch nicht. Und jetzt stehen wir heute hier auf demselben Platz, 7 Jahre später, zum 8. Mal, wir haben es satt. Ich glaube, wir können alle ganz schön stolz sein, dass diese Bewegung sich so lange schon hält und dass es so viele Menschen gibt, die den Themen Tiere, Umwelt und Naturschutz so wichtig sind. Also ich glaube, wir können ganz schön stolz auf uns sein. Bewegung treiben wollen, oder? Ja, genau. Aber wir sind vielseitig und die Solidarität ist unsere Stärke. Denn wir wissen, Veränderung geht nur gemeinsam. In den Zeiten wie diesen, wo es immer mehr Menschenfeindlichkeit gibt, wo immer mehr Grenzen hochgezogen werden, wo Ausgrenzung und Rassismus immer lauter werden, wollen wir ein deutliches Zeichen setzen. Wir stehen für globale Solidarität, wir stehen für Internationalität und wir stehen für eine offene Gesellschaft. Von Landraub, Klimawandel und Hunger bedroht sind. Und eins möchte ich noch kurz sagen. Das, was ich gerade gesagt habe, heißt für uns auch ganz klar, dass wir hier Menschen mit rassistischem Gedankengut, Nazis und diese ganzen anderen braunen Gedanken auf dieser Demonstration nicht dulden. Ja. Jetzt kommen noch ein paar organisatorische Sachen, die Auflagen. Also das wisst ihr alle, ihr dürft keine Waffen und sonstige Gegenstände mit euch führen und außerdem ist es nicht erlaubt, sich zu maskieren oder Vermummungsgegenstände mit sich zu tragen. Aber ihr Mützen könnt ihr schon alle auflassen. Genau, es gibt ein paar Spendensammler, die hier noch rumlaufen. Also wenn Leute mit der Spendengießkanne hier vorbeikommen, werft gerne mal was rein. Die Demonstration und Organisation hat viel Geld gekostet. Dann möchte ich euch noch bitten, gleich wenn die Traktoren hier langfahren, bitte passt alle gut auf. Guckt gerne zu, winkt den Traktorfahrern und Fahrern zu, sie haben eine weite Reise auf sich genommen. Aber passt auf euch, passt auf die Kinder auf, es ist auch immer etwas gefährlich. Wir haben einige Ordner mit dabei, aber bitte nochmal Acht geben. Okay, ich glaube, das war's auch schon.
freue mich riesig